Du hast bereits etwas über Objekte gelernt, wie Objekte hergestellt werden, welche Form sie haben, nämlich eine Sammlung von Eigenschaften, die wiederum Werte haben, und dass du mit der Punktschreibweise an diese Werte herankommst. Und jetzt geht es darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten sich dir erschließen, wenn du mit solchen Objekten arbeitest. Es gibt nämlich Fälle, wo wir mit unseren bisherigen Kenntnissen nicht weiterkommen. Zum Beispiel habe ich hier einen einzelnen Kreis gezeichnet und der hat hier fixe Werte und wenn ich möchte, dass diese Werte zufällig sind, dann kriege ich Ärger. So, du siehst, das beginnt hier wild hin und her zu springen. Ich weiß nicht, wie gut das am Video noch sichtbar ist. Aber das geht ganz schlecht. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich viele solcher Kreise möchte, die auf diesem Canvas draufstehen und alle bewegen sich, aber nur schrittweise, dann kriege ich große Probleme, wenn ich das mit meinen bisherigen Kenntnissen so direkt in den Drawloop hineinschreiben will. Ich kann natürlich mit Perlin Noise oder mit Sinus und Cosinus versuchen, diesen Kreis regelmäßig zu bewegen, aber wenn es mehrere sind und die sollen sich unabhängig bewegen, dann kriege ich Probleme. Und hier helfen mir Objekte. Und jetzt möchte ich mal als Beispiel zuerst ein einfaches Setting herstellen, wie das gehen könnte. Und dann in einem nächsten Video versuche ich das ganz ordentlich zu machen. Aber wir tasten uns zuerst heran, indem dass wir ein Objekt herstellen, das diese Inhalte, die ich jetzt gerade gelöscht habe, also diese Werte für x und y enthält. Und wir werden dann sehen, dass wir diese Werte vervielfältigen können oder diese Objekte vervielfältigen können. Ich tue dies im Setup Loop. Ich generiere im Setup Loop ein Objekt. Und dieses Objekt nenne ich MyObject. Und dafür schreibe ich diese geschweiften Klammern. Und dann kann ich direkt hier hinein 100 und 100 schreiben als Werte der Eigenschaften x und y. Und wenn ich jetzt noch versuche, aus dem Drawloop an diese Werte heranzukommen, wird das nicht gehen, weil ich in einem anderen Scope drin bin. Das heißt, ich muss das Objekt zuerst im globalen Scope definieren, damit ich sowohl im Setup als auch im Draw darauf zugreifen kann. Also, hoppla, da hatte ich noch etwas anderes in meiner Zwischenablage. Const myObject gleich ein leeres Objekt. Und jetzt, wie kann ich im Setup in dieses Objekt hineinschreiben? Das kann ich tun, indem dass ich hier schreibe myObject.x, das ist die Dot Notation gleich 100 und myObject.y gleich 100. Und das kann ich dann wiederum hier unten referenzieren im Drawloop, wenn ich dann die Ellipse zeichnen will. Und jetzt habe ich es. Und das ist das eine. Jetzt das andere ist, dass ich möchte, dass sich das bewegt mit der Zeit. Und das kann ich tun, indem dass ich eine Funktion schreibe, die diese Werte verändert über die Zeit. Und diese Funktion kann ich ebenfalls als Eigenschaft dieses Objekts formulieren. Ich kann sagen myObject update gleich und dann eine Funktionsdefinition. Und jetzt ist Update ist eine Eigenschaft dieses Objektes. Und wenn diese Eigenschaft den Wert Funktion hat, dann nennen wir das Methode. Und hier diese Methode, die soll machen, dass myObject, und das heißt eben nicht mehr myObject, Achtung, das heißt
des. Des ist das Zauberwort, wenn ich aus einer Methode heraus eine Eigenschaft des Objektes referenzieren will, dann muss ich das mit diesem Wort machen. Des x gleich. Und jetzt kann ich das ändern. Des x, das was du vorher warst, plus eine Zufallszahl zwischen minus 1 und 1. Und das gleiche mache ich für das y. Und dann kann ich jedes Mal, wenn ich Update aufrufe, dann wird der Wert x etwas höher oder etwas kleiner und y wird etwas höher und etwas kleiner. Also im Draw-Loop kann ich sagen, bevor ich das zeichne, my object update, also ich rufe die Funktion auf, die Methode, und jetzt siehst du, wie sich das zu bewegen beginnt. So etwas wird Random Walker genannt. Wenn ich auf den Hintergrund verzichte, dann beginnt das eine Spur zu ziehen. Das ist noch eine nette, lustige kleine Animation. Und lustig wird es vor allem, wenn es dann ganz viele solcher Random Walkers sind. Also das ist mal die Grundlage. Ich habe ein Objekt, das Objekt hat Eigenschaften. Diese Eigenschaften enthalten die Daten, die ich benötige, um irgendetwas zu zeichnen. Okay, jetzt, wie kann ich machen, dass ich ganz viele solcher Objekte habe? Dazu mache ich hier oben im globalen Scope nicht das Objekt, das kommt dann später, sondern ich mache einen Array, in den ich dann ganz viele Objekte hineinpacken kann. Ich nenne das Object List gleich Lehrer Array. Und jetzt nehme ich die Definition des Objekts, nehme ich wieder da nach unten, const my Object gleich ein leeres Objekt. Und der Rest bleibt wie gehabt. Sobald das Objekt fertig bestückt ist mit Eigenschaften, pushe ich das in diese Liste rein. ObjectList hat eine Methode push. Alle Arrays haben die Methode push. Und jetzt mit Object, mit myObject, landet dieses neue Objekt mit all seinen Eigenschaften landet in diesem Array. Jetzt habe ich hier unten my object is not defined, das ist, weil ich das da unten aufrufe und jetzt ist es natürlich nicht mehr im globalen Scope, sondern nur noch in Setup drin. Wir sehen dann gleich, wie wir da rankommen, nämlich indem dass wir durch diese Objektliste eine Iteration machen, mit einem Loop da durch diese Liste durchgehen. Aber bevor wir das machen, vervielfältigen wir das. Wir können nämlich mit einem Loop immer wieder so ein Objekt herstellen. Und das hat dann nicht unbedingt jedes Mal diese x und y Werte 100, sondern da können wir auch einfach random schreiben. Also wir können da sagen random width und random height. Und das Ganze wickeln wir in einen Loop for, jetzt muss ich Auto-Refresh anhalten, sonst gibt es wieder Ärger, let irgendwas gleich 0, irgendwas kleiner als, sagen wir mal 20 und dann irgendwas plus gleich 1 und da kommt dann dieser ganze Abschnitt rein. Also 20 Mal wiederhole ich das Generieren eines leeren Objekts, das Zuweisen einer zufälligen Zahl an die Eigenschaft x dieses Objektes, eine zufällige Zahl an die Eigenschaft y dieses Objektes, eine Funktion an die Eigenschaft update. Die Funktion, die tut im jeweiligen Objekt drin das x und das y verändern. Und dann ist das Objekt
ausreichend bestückt und dann wird es in die Liste gepusht. Die Liste kann ich auch mal anschauen. In der Konsole kann ich schreiben Console Log Object List und dann sehe ich es in der Konsole drin, sobald ich auf Play gedrückt habe. 20 Elemente sind da drin, die heißen Object, weil es Objekte sind. Und wenn wir es aufmachen, können wir bei jedem Objekt gucken, was ist das X, was ist das Y und Update, das ist eine Funktion, das wird hier mit einem F repräsentiert. Und wenn wir einige dieser Objekte da aufklappen, dann sehen wir, dass die X und die Y, die sind überall ganz unterschiedlich. Also jetzt habe ich eine Datensammlung angelegt in einem Array, die umfasst 20 Objekte. Jedes Objekt hat sein eigenes X, sein eigenes Y und seine Methode, um diese X und Y zu verändern. Und jetzt zeichne ich damit in Draw. Und ich sage for, wieder einen Array, nicht ein Array, einen Loop, let irgendwas gleich 0. Ich nehme hier wieder den gleichen Buchstaben wie oben, i für Index, i kleiner als Object List Length. Weil wir wollen die Indexe herstellen, um durch diese Liste zu kommen. I plus gleich 1, geschweifte Klammer auf und jetzt können wir das da unten dann wieder brauchen. Jetzt Object List I, das ist dann immer eins dieser Objekte in dieser Liste drin. Und das weise ich als Wert einer Variablen zu, die nenne ich Obj. Und dann rufe ich die Update-Funktion auf. Dann wird das X und das Y ein erstes Mal verändert. Und dann rufe ich, jetzt habe ich noch keine Funktion, keine Methode, um das Ganze zu zeichnen. Also mache ich nochmal, nehme ich nochmal diese Ellipsenfunktion zu Hilfe. Dann muss ich das umbenennen. Wenn ich jetzt auf Play drücke, sieht es natürlich zuerst einen Fehler, weil ich zu viel kopiert habe. So, jetzt habe ich 20 solcher Kreise, 20 solcher Ellipsen und jeder dieser Ellipsen liegt ein anderes Objekt zugrunde, das eigene X- und Y-Werte hat. Und immer bevor ich eines zeichne, update ich das X und das Y des jeweiligen Objekts und dadurch beginnen sie so herumzuwandern. Da kann ich das mal herausnehmen und du siehst schon, dass dieser Draw-Loop ist schon viel ordentlicher geworden. Ich kann auch hier jetzt noch diese zweite Methode definieren, myObject. Ich nenne das show gleich function. Das zeichnet jetzt einfach mal diese Ellipse. Das kommt dann hier hinein. Und dann kann ich auch hier Object Show aufrufen. Also das eine ändert die Positionswerte und das andere zeichnet den Kreis. Hoppla. Irgendwo gibt es noch einen Fehler. Ah, natürlich, das ist der Klassiker, wenn ich die Funktion als Methode jetzt an eine Eigenschaft des Objekts zuweise, dann darf ich hier nicht Obj schreiben. Das ist ein Variablenname, der im Setup-Scope gar nicht existiert. Obj wird ja hier unten erst initialisiert, sondern hier muss natürlich das Zauberwort this verwendet werden. So. Und jetzt könnten wir noch ganz verschiedene Dinge tun, zum Beispiel eine eigene Farbe definieren für diese Kreise, also man könnte sagen myObject C für Color Random 255. Da
dann könnte ich in der Show-Funktion, bevor ich das zeichne, die Farbe ändern und sagen Fill this Sea. Und jetzt habe ich verschiedene Grauwerte. Und das gleiche kannst du machen für den Durchmesser, je nachdem das Tempo. Ich habe jetzt eine Zu- oder Abnahme von minus 1 und 1 definiert, aber statt minus 1 und 1 könnte das natürlich this minus this tempo und this tempo heißen statt 1 und myObject.tempo, das könnte dann auch irgendetwas random 5 sein oder etwas und dann bewegen sich die unterschiedlich schnell. Da kannst du gerne selber etwas ausprobieren, aber ich weise hier nur noch auf etwas hin, nämlich haben wir im Drawloop sehr viel Übersichtlichkeit gewonnen. Also hier werden wirklich nur noch diese zwei, also es gibt einen Loop durch die Liste der Objekte, aber dann werden zwei Methoden aufgerufen. Und was dann gezeichnet wird und welche Eigenschaften die Objekte haben, das steht alles hier oben in diesem Teil drin. Das ist aber noch nicht super ordentlich, weil ich habe jetzt einfach die Komplexität aus dem Drawloop in den Setup-Loop verlagert. Und im nächsten Video wirst du sehen, wie die Generierung dieses Objektes und die Zuweisungen der Werte und die Eigenschaften dieses Objektes auf eine standardisierte und ordentliche Art und Weise geschehen kann. Das kommt im nächsten Video.